Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StarCraft 2 Wings of Liberty. In der letzten Folge haben wir ja ein weiteres Protoss-Artefakt geholt und wurden dann in Gang F irgendwo auf dem Schiff von Zeratul überrascht, der uns einen Kristall mit seinen Erinnerungen übergeben hat. Dieser Kristall startet eine neue Mission, die ich auch als nächstes annehmen werde. Vorher schauen wir aber noch mal kurz, was es denn Neues in den Nachrichten gibt. Hier ist Donny Vermillion, live für UNN. Heute Abend im Programm die Zerg-Invasion. Der Schlachtverlauf bisher. Die Terranische Liga hält der Aggression der Zerg unbeugsam stand. Die Produktion wurde in allen Bereichen gesteigert. Die Anzahl der aus dem Strafvollzugssystem eingezogenen Soldaten ist angestiegen und die Space Marines sind bereit, sich in den Kampf zu stürzen. Die Zerg werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Donny, gab es Verlautbarungen, wann mit einem Gegenangriff auf die Zerg gerechnet werden kann? Kate, wenn ich dazu Stellung beziehen würde, würde ich wichtige militärische Geheimnisse preisgeben. Glauben Sie etwa, die Zerg verfolgen unser Programm? Ich weiß, dass sie es tun, Kate. Ich weiß es. Tja, wir machen die Nachrichten, Leute. Das war Kate Lockwell für UNN. Diesmal hat Kate Lockwell das letzte Wort gehabt. Und Donny Vermillion steht, ja, ich meine, doch ein bisschen blöd da. Weil, woher weiß er, dass die Zerg das Programm verfolgen? Woher weiß er, dass sie das überhaupt verstehen können? Ich glaube, er hat einfach nur selbst keine Ahnung gehabt, was er da überhaupt von sich gibt. Und natürlich auch keine Ahnung über die militärischen Pläne der Liga. Jetzt schauen wir mal noch kurz auf der Brücke vorbei. Und reden mal kurz mit Matt Horner. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gerade Zeratul auf dem Schiff gesehen. Wie viel haben Sie denn heute Nacht getrunken, Sir? Er war da, Matt. Und er war verletzt. Vor irgendwas auf der Flucht. Wo ist er jetzt, Sir? Keine Ahnung. Aber er ist nicht mehr auf dem Schiff. Er hat mir einen Ihan-Erinnerungskristall gegeben und wollte unbedingt, dass ich ihn mir ansehe. Er will wohl, dass ich sehe, was er gesehen hat. Ja, genau das hat er gewollt. Und wir könnten jetzt auf die Sternenkarte gehen und eine neue Mission aussuchen. Wir haben nämlich wieder drei Stück. Neufolsum, Tyrador 8 und Valhalla. Aber ich habe eigentlich vor, die Mission von Zeratul anzunehmen. Vorboten des Untergangs. Zellaga Schrein auf Ulan untersuchen und Protoss-Forschung und Zerg-Forschung bekommen. Hören wir uns doch erst nochmal an, was Zeratul eigentlich dazu zu sagen hat. Raynor, die Bluthunde der Leere nahen. Ich übertrage meine Erinnerungen, die Essenz meines Seins, in diesen Kristall, auf das ihr sehen werdet, was ich gesehen habe, auf das die Zukunft nicht ohne Hoffnung sein möge. Starten wir das Ganze gleich mal. Zeratul, wo zur Hölle bist du da bloß reingeraten? Freund Raynor, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit. Auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel'Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan, wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen.
Der Zergschwarm kam wie prophezeit. Und die Protoss, Erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Yggdrasil Naga, unsere Schöpfer, nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung oder Untergang? Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan. Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Werdet ihr es nicht erleben? Bitte. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturz, auf den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass wir zusammen ausgelöscht werden. Niemals! Jeder hat sein Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich findet, empfange ich es mit Freude. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Okay, Zeratul hat also ein bisschen mit Kerrigan geplaudert, nachdem er auf Ulan diesen Schrein untersucht hat. Und Kerrigan ist wohl der Meinung, dass die Xel'Naga zurückkehren und mehr oder weniger die Galaxie vernichten. So habe ich das jetzt mal interpretiert. Zeratul ist sich dessen nicht ganz so sicher. Er glaubt, dass Hoffnung besteht, dass die Xel'Naga vielleicht kommen, um... Wer weiß, vielleicht den Protoss zu helfen oder die Zerg zu vernichten oder die Menschheit vernichten oder allen helfen oder vielleicht, eventuell vielleicht sogar dafür sorgen, dass sich die drei Rassen vertragen können. Das wäre eigentlich so die Friede-Freude-Eierkuchen-Lösung.
zu der es wahrscheinlich nicht kommen wird. Zumindest glaube ich nicht daran. Und wir gehen jetzt hin und wollen diesen Schrein auch untersuchen. Ich fand es auch recht interessant, dass Kerrigan ihn einfach so gehen lässt. Wahrscheinlich hat sie noch irgendwelche Pläne für ihn. Sie hat sich ja noch nicht mal aufgeregt, dass er ihr den einen, Flügel ist jetzt das falsche Wort, diesen einen Auswuchs abgeschnitten hat. Stellt ihn ja auch einfach nachwachsen lassen. Also, die Dame ist sehr mächtig geworden. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was jetzt hier bei dieser Mission kommt. Vorboten des Untergangs. Ah, okay. Wir durchleben das Ganze jetzt also als Zeratul. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Ja, so ungefähr habe ich das auch vor. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Ja, mach du mal. Also Zeratul ist standardmäßig getarnt, unsichtbar. Das heißt nur Detektoren wie zum Beispiel Raketentürme, die Protoss-Kanonen, die Overlords der Zerg und ihre, ihre Luftabwehrgebäude können diese Einheiten aufdecken. Es gibt bestimmt noch mehr. Was ihn aufdecken kann. Das hier auf jeden Fall nicht. Und ich sehe auch schon, der macht ganz schön Schaden mit seiner Meister-Psi-Klinge. Dieser Abgrund ist gewaltig. Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Aha. Da haben wir eine Fähigkeit Transit. Teleportiert Zeratul zu einem Zielort in der Nähe. Ah ja, okay. Jetzt gehen wir aber erstmal nochmal hier hoch. Laudin Rashagal. Ayur wird wieder auferstehen. Gehen wir doch gleich mal dahin und machen es gleich mal. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. So, hier eine Schabe, aha. Okay, also ich habe angefangen. Ich hätte angefangen, also der macht 100 Schaden gegen gepanzert 125. Ist schon mal nicht schlecht. Hat eine Panzerung von 1 und hat. Seine Schilde haben eine Panzerung von 1 und er selbst hat eine Panzerung von 3. Ich brauche die. Ich muss die eigentlich gar nicht vernichten. Sondern ich kann an denen ja auch einfach vorbeilaufen. Euch gehört meine und kann mich jetzt gleich nochmal hier hin teleportieren. So die Ehre gebietet. Und ich habe hier eine Barriere. Halt doch einfach mal das Maul. Und dann greife ich das gleich mal an. Was eigentlich fast die Zeit auf den Plan rufen sollte. Wir dürfen nichts sagen. Aber war wohl gerade keiner in der Nähe. Sporenkrabbler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Okay, Sporenkrabbler, genau diese Luftabwehreinheit. Oder dieses Luftabwehrgebäude. Der Zerg ist ein Detektor. Wenn ich jetzt dieses leeren Gefängnis nehme. Also, Lerngefängnis. Abklingzeit 22 Sekunden. Hüllt den Feind in psionischer Energie ein, betäubt ihn dabei und unterdrückt seine Detektorfähigkeiten 12 Sekunden lang. Kann Luft- und Bodeneinheiten einhüllen. Machen wir doch gleich mal. Ich hoffe, das hat eine Reichweite. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Nicht wirklich. Aber ist ja egal. Wir dürfen nichts sagen. Das Ganze hält also 12 Sekunden lang. Und jetzt ist es wieder normal. Okay. Ui, da haben wir einen Ultralisken. Ah, der verzieht sich gerade. Das ist gut. Das ist sehr schön.
Ich werde Erlösung finden. Dann... Ach, jetzt kommt er wieder. Ja, ich gehe da trotzdem hin. Und ich habe ein bisschen Schild verloren, aber das macht nichts. Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden. Jo. Ist nur die Frage. Na gut, da muss ich ja dann rübergehen. So, mach ich das doch gleich mal. Gebietet. Ich bringe euren Untergang. Schau mal, ob wir den kaputt kriegen können, bevor. Ja, natürlich. Ich habe gar kein Problem. Machen wir erstmal hier alles weitere nieder da und lassen mal seine Schilde sich wieder aufladen. Ich bin jetzt gleich beim ersten Schrein. Und nachdem werde ich dann auch speichern. Was haben wir denn hier? Ein Overseer. Jawohl. Ich werde wusste die ich's Dämonen doch. Der Vergangenheit vertreiben. Also ein im Teil 1 waren es Overlords. Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. So. Plus 1 Protosforschung. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald wird alles offenbar werden. Wunderbar. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Zeratul? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Diese unheilvolle Prophezeiung lässt mein Herz schwer werden. Ich sollte besser die verbleibenden Schreine suchen, bevor sie es sich noch einmal überlegt, ob sie mich leben lassen will. Ja, das sehe ich genauso. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall speichern. Hier unten ist der zweite Xel'Naga-Schrein. Das ist noch ein weiter Weg. Deswegen speichern wir jetzt hier mal Verbot des Untergangs. Einmal abgespeichert. Und dann werde ich die Folge für heute beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis denn.